Hä? Als ob? Ja, siehst du da irgendwo eine Mine? Digga, wenn es explodiert ist, kann ich sie auch nicht mehr sehen. Please, Alter! Ja! Was geht, meine Freunde? Und ein herzlich willkommen heute zu einer Special-Folge. Nämlich einem Water Race Master zusammen mit Deko, der heute Geburtstag hat, by the way. Hallo. Bonzo, Wano Muchachos, und eure Eier sind gekrault. Eure Nüsse sind gekrault, sorry. Eure Nüsse sind gekrault vom Geburtstagskind. Sorry. Vom Geburtstagskind die Nüsse gekrault und wir sind jetzt am Stiel hier bei einem richtig sweeten Rennen, hoffentlich. Digga, richtig geil, das ist ein Transform-Rennen mit GTA. Mit was? Alter, ja, wie nice ist das denn? Leider kann man aus dem Flugzeug nicht rausgeflogen. Ich bin gerade rausgesprungen. Aber ein Fehler. Aber das Flugzeug ist richtig sweet, Alter. Nice, sweet. Das ist ein richtig geiles Flugzeug. Und Muchachos, was bringt Marvin mir an meinen Geburtstag für ein Rennen? Nein, keinen super sweeten Wallride in Dekolib. Nein, Marvin bringt mir ein Rennen mit Flugzeugen und Schiffen. Geil. Doch, oder? Aber immerhin, ich muss ja Marvin... Oh, sind wir durch, Alter, sind wir durch! Muss ich mir jetzt gut halten, dass es immerhin kein Barty-Rennen ist, ne? Tauchgang! Alter, ein Digga, Insta-Jetski hier. Digga, wie geht das denn? Du musst ja echt einfach ins Wasser fliegen. Steilflug da dagegen unter drunter tauchen. Alter! Okay, ich warte mal auf Marvin, ich glaube, er schafft das sonst nicht. Digga, easy. Aber es ist aber geil, ne? Dass es eiskalt ein Transform-Rennen ist mit GTA-Modus. Das heißt, könnt ihr hier auch wieder eiskalt aussteigen. Ich bin jetzt ausgestiegen, es war nicht ganz so schlau. Wollte euch aber nur demonstrieren, dass es geht. Obwohl das eben Transform-Rennen ist. Das heißt, wir können uns abknallen. So, um da einfach jetzt durchcruisen oder hallo? Woo! Alter! Guck mal, du tauchst da drunter durch, du bist genau unter meinen Annäherungsminen durchgetaucht. Geil! Wenn man hier lang fährt. Hey, du warst doch sogar so echt nah dran, Alter. Warum die nicht ausgelöst haben? Ja, komm mal her hier. Alter! Come on, das war vom Geburtstagskind! War da ein Geschenk platziert und dann klappt das nicht, oder was? Das okay, ja du richtig. Kriegst das Geschenk von mir, komm her. Kriegst ein paar Murmeln in dein Gesicht. Nein! Nein! Digga, wo ist dein Aim? Was willst du da gegen mich machen, Alter? Digga, ich wollte aussteigen. Der hat das Aim des Todes, Alter. 8 Minuten chillt er neben mir und schießt auf mich und hat nicht einmal getroffen. Okay, was jetzt kriegst du richtig auf deine Schnauze. Richtig easy. Ich schwöre dir, Ark, du wirst sofort kacken gegen mich. Ich glaub, du bist da falsch. Hä, wieso? Na, hat der einfach weiter Geld Gras gegeben? Oder? Nein! Ich konnte nicht mehr. Ich hab gerade eben so über die Graskante noch deine Haare gesehen. So. Hä, aber gibt der noch weiter Gas hier? Ist klar, dass du das blau hast. Deine Farbe. Die geilere Farbe. Oh. Und jetzt hier runter. Runter, yeah! Baby. Weiter geht's. Und jetzt nochmal. Doch, es ist ein geiles Rennen, oder? Laber mich nicht voll. Oh, ja, ist ganz cool bis jetzt, würde ich sagen. Hä, hey, nicht nein! Wow, wie ehrenlos er ist! Digga, richtig ehrenvoll, du hast auch die Chance! Alter! Digga, Wunderkerzen in dein Arschloch, Mann, aber sowas von! Wunderkerzen in meinem Arschloch? Ja, das aber soll deine Geburtstagskarte sein. Muchachos, stell dir mal vor, ihr bekommt so einen Geburtstagskuchen und am Ende geht der Deckel auf und da sitzt jemand drinnen mit Arsch nach oben und eine Wunderkerze drinnen. Das wird auch schön, oder? Fünf. Marvin, hast du was vorbereitet für mich heute? Ja, genau das. Das würde ich sogar auf Instagram-Story posten, Muchachos. Falls so, ihr die Instagram-Story nicht verpassen wollt, Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall, Muchachos. Ich weiß nicht, ob wir Marvins Arschloch mit einer Geburtstagskerze drin, mit einer Wunderkerze drin sehen werden, aber irgendwas ich weiß kommen. Auch nicht, irgendwas sehen wir schon. Sowas in der Art. Okay, Marvin wartet auf mich. Bin ich diesmal dran, getrollt zu werden? Oh, ich hab zumindest den Puppe reingesammelt, ey. Weil ich Ehrenbosser bin, ich warte, ja? Digga, ich hab auch immer gewartet. Okay, ich schieße nicht. Oh. Alter! Malta! Full Speed! Wow! Okay. Der ist das war aber Hammer. Sweet.
First Try geschafft wieder. Oh, how jetzt. Sweet it oh, is oh, be oh, loved oh, das werde ich nicht schaffen. Hä, warum hab ich den Speed nicht mitgenommen? Weil du den. Du Arschkrampe, jetzt ist Marvin wieder vorne. Hoppala! Wuhuu! Du kannst nicht, du Lappen! Ah! Alter! Ah! Digga, du hast meine Haare frisiert! Digga, das Timing aber schon wieder. Du kannst nichts, du Lappen, zack. Hier rüber, oder? Links? Wohin? Achso, nein! Der war einfach nur geradeaus, oder? Weiß ich nicht. Ich hab nur gerade verkackt, weil ich genau geradeaus und dann gegen die Laterne, gegen den Masten da gespeedet wurde. Oh Mann, wartet wieder auf mich. Digga, warum soll ich auf dich warten, du Lappen, ey? Na, ich steig wieder ein. Okay, ich respawn na, einfach mal hier und mach jetzt mal hier Knall aus, ne? Marvin chillt da immer noch auf mich und wartet drauf, dass ich abknallen kann. Weil man kann die Minen sogar echt mit der Raketenwerfer zerstören. Ich bin weg hier. Zu spät hier. Okay, wir müssen weiterfahren. Digga, hier. Ich glaube. Geht's aber weiter? Ah. Wir müssen umdrehen, ich muss jetzt rück oder? Jetzt. Oh, nein. Ja. Deko ciao. Ist stur. Digga, wohin denn? Deine sture hier? Ziege. Wir fahren jetzt hier weiter die Pfütze nach oben. Ja, genau, mach das mal. Wir sehen uns dann im Ziel, ne? Doch, ciao. Ich kann hier echt die Pfütze einfach hochfahren. Oh, ich will mal gucken, was ist da? Da ist zu. Okay, jetzt ist die Pfütze trocken. Das wird nix. Komm ich hoch? Digga, hau! How's it even possible, Bro? You can't. Nee, er fährt geradeaus. Get up, sehr. Hallo? So, ein bisschen zurückfahren ich und jetzt. Ich bin aber. Auf Grund gelaufen. Ja, du bist auch einfach geradeaus gefahren, richtig trollig. Digga, so musst du fahren. Wie Pro Bosse! Alter! Was? Bro. Was von deinem Schiff verloren? Bro Bosse. Boot meine ich, ist im Boot kein Schiff. Knallgas! Alter. Toll, ich hab auch aus meinem Spiel verloren. Gut. Na. Was hat Marvin wieder für eine Falle gestellt? Guck mal, weil er wartet, bis man den Punkt eingesammelt hat. Hashtag Ehrenmann. Hashtag Digga. Richtig ehrenloser Hodenkobold, Alter. Digga, komm jetzt her. Digga, du bist einer der ehrenlosesten Menschen, die ich kenne. Du weißt, was dir blüht. Komm doch her jetzt. By the way, das ist eine 20 bis 30 Minuten Challenge. Vielleicht sollten wir nicht ganz so viel trollen. 20 bis 30 Minuten? WTF? Ja. Er versucht schon wieder mich hochzuspringen. Die Luft nein. Springen. Ich mach einfach Feuerwerk für dich, damit's cool ausschaut. Hast du? Okay, wir fahren weiter. Wir sehen uns an dem Ziel. Digga, dein Arschloch schaut cool aus. Das sieht wirklich ganz cool aus, ja. Ja, aber auch nur, weil du es hast mies tätowieren lassen. So ein Prinz Albert hast du gemacht da. An deinem Arschloch. Klaro, Digga. Wer hat das nicht? Das war hier, das war nach Arschgeweih. War das doch in. Easy. Nach Arschgeweih haben die Leute sich alle den Prinz Albert am Arschloch stechen lassen. Ganz genau. Digga, wie geht das? Okay, du bist auch nicht weitergekommen. Sind wir da echt durch? Warte, ich helfe dir, weil heute ist dein Geburtstag. Digga, ich wollte dich gerade mit der Aim-Pistole rüberkicken. Ich dachte, du okay, wolltest mich umbringen. Und da ich mit der Uzi, du warst zu nah dran, ich konnte mit der Uzi nicht auf deinen Kopf schießen, deswegen habe ich das Ding einfach explodieren lassen. Ah, oh, oben drüber, Alter! Alter! Was? Oben drüber! Wie? Digga! Wie? Die Chef Flying Möwe ist am Stissel, Alter! Unmöglich! Ich schwöre dir, ich bin so eine Hyperflugisierungsmöwe. Digga, wie geht das? Nicht mal annähernd funktioniert das! Ohne Scheiß bei mir jetzt! Digga, er macht erstmal einen Rückwärtssalto, richtiger Lärm. Hä? Was war das, Digga, Alter? Digga, guck jetzt bei mir! Digga, guck jetzt! Hau! Hä? Alter! Ja, siehst du, easy! Au! Nein! Digga, ich bin eine fliegende Ziege. Klar, okay, fliegende Ziegen sind auch schon ziemlich krass. Nummer 5! Ja, fliegende Alter! Ziege! Alter! Digga, ich habe für das perfekte Feuerwerk gesorgt, ey. Feuerwerk. Oh, Alter, richtig actionfilmmäßig, ey. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber mir sah das geil aus. Digga, natürlich sah es bei mir geil aus. Sieh mal geil aus. Oh, 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 Jason Statham! Ciao, Stoppschilder! Ey, weg mit euch! Digga, natürlich! Chill mit Öl, Respawn. Alter! Weil du halt eben schlecht bist. So, wir sind zu einem Ziel, ne? Ciao!
Digga, easy, wie ich dich hier fertig mache, ey. Ich glaube, wir müssen jetzt ziemlich mittig abspringen hier. Skrrra. Oh mein Gott. Wir müssen da oben in die Falte rein. Musste man auch. Oder? Ganz leicht abgeprallt. Alter. Haha, Digga, und Deko ist natürlich mitten rein, Alter. Alter, du bist doch eine richtige Arschfalte, Rin. Alter. Easy. Easy. Die richtige Banger Arschfalte. Easy. Oh, was? Hä? Oh mein Gott. Skrrra. Was? Was ist mit diesem Jetski los? Hat er vergessen, wo er, als was er geboren wurde, oder was? Ich muss wieder zurückkommen. Loll. Ich muss wieder zurück. Okay, Digga, wir sind viel zu schnell. Ne? Aber machen wir nicht. Wir sind viel zu schnell. Ja, was machst du da jetzt schon wieder? Hä? Hast du es geschafft, den Punkt? Ich war viel zu schnell. Ja, richtig easy, Alter. Genau in den Punkt rein. Echt? Guck mal, ich bremse. Oh, schon wieder viel zu schnell. Ich bin aber auch so hoch gesprungen, dass ich den Speed nicht mitgenommen habe. Digga, zweimal jetzt schon. Das ist unschmuf gebaut. Wie Deko sagen Digga, würde. Digga, ich war so schnell, ich habe den Speed gar nicht mitgenommen, bin deswegen instant in den Punkt geflogen. Du musst über den Speed rüberfliegen. Digga, du hast einfach heute so viel Glück. Du hast so übertrieben viel Glück. Ich glaube tatsächlich irgendwie, ich habe heute Morgen einen Kobold geknutscht, ey. Digga, du hast einen Tampon ausgelutscht. Also irgendwie klappt das gerade alles bei mir ziemlich gut ohne Probleme. First try immer durch. Und aussteigen! Aussteigen! Gib mir mal kurz den Aquablazer. Du darfst mit meinem Jetski. Okay. Guck mal, was ich für ein cooler Typ bin, Alter. Ding muss erstmal ins Wasser wieder. So. Was war dein Ding hier gerade? Vom Jetski runtergekippt und dann saß du drauf. Genau so war das geplant. Easy! Digga, Pro-Boss, da muss man hier wieder erst klären, ne? Pro-Bosser. Alter, wie fährst du? Nein! Los, respawn jetzt, ich rasier deine Eier. Digga, du kannst meine Eier nicht rasieren, die sind unrasierbar. Nicht schießen, ist nicht erlaubt. Ich habe kristallene Sackhaare. Alter, ist das hier rutschig? Was? Alter! Vorrollt! Digga, dein Schiff ist im Weg. Oh, zu weit? Hä? Ich hab irgendeinen Punkt wieder nicht eingesammelt. Hä? Gra, gra! LOL! Yo! Yo! Eine Mine oder was? Nein, ich bin einfach explodiert! Hä? Als ob? Ja, siehst du da irgendwo eine Mine? Digga, wenn es explodiert ist, kann ich sie auch nicht mehr sehen. Please, Alter! Ja! Das wollte ich, Alter, wie geil! Oh, LOL! Hä? Ja, so ging's mir auch. Ich brauch bitte mein Auto, ich meine mein Blazer. Aber, also war das jetzt eine Annäherungsmine von dir oder ist das irgendwas im Wasser? Da war's im Wasser. Marvin? Oh, nee. Ich hab in dem Moment gerade überlegt, so nein, das wär zu assi. Ich mach's doch nicht. Aber ja, ich hab in einer Millisekunde habe ich aber nicht funktioniert. So, ich hab jetzt den Punkt. Für dich, Deko. Für dich. So, ich hab den Punkt jetzt. Jetzt hast du wieder verkackt, ne? Schon wieder muss ich auf dich warten, oder was? Okay, einmal warte ich nochmal auf dich. Schnauze! Hier, kriegst es. Kriegst dein Ding wieder. Siehst du, wie gut ich einfach Digga, bin? Digga, du bist so ein was schlechter Mensch, ey. Was für ein Ehrenbosser ich bin. Digga, Ehrenbosser, dass du das Wort Eriot auch in den Mund nehmen darfst, Alter. Wow. Digga, gib dir vielleicht 4 Minen. 2 hast du jetzt mitgenommen. Eine ist noch da. Warte, die räume ich jetzt für dich weg, ja? Warte mal. So. Jetzt ist alles frei, Deko. Bitte nicht, ey. Oh, komm, meine Nüsse, Alter. Digga, ist hier irgendwo noch was? Ich will Muchachos, geht jetzt bitte zur Polizei und zeigt Marvin an. Hä, für was denn? Für ein Good Guy oder was? Für ehrenvoll? Ja, zeig mich an, für ehrenvoll. Für Arschhaftigkeit. Geht zu diesem Polizeimister, wer auch immer da sitzt, und sagt, ich möchte eine Anzeige erheben wegen Arschigkeit. Belästigung, weil er ja zu cool ist. So, kommst du ran? Digga, ich glaube, ich habe in den ersten 3 Minuten dieser Map mein Glück schon aufgebraucht, jetzt ist vorbei. Das war jetzt das Glück für mein nächstes Lebensjahr. Okay. Habe ich gerade innerhalb von 3 Minuten aufgebaut. Viel Spaß im Rest des Jahres. Das passt sehr, sehr gut. Wünscht Ihnen Ihre Glückbank.
Oh! Hallo! Hallo! Digga, fahr mal geradeaus, Alter! Was sagst du nicht? Ja, sag DJ ungeradeaus, Alter. DJ ungeradeaus. Digga, ist ein geiler Name, oder? DJ ungeradeaus. DJ ungeradeaus. Oh, DJ ungeradeaus. Leg jetzt auf. Digga! Was ist verkehrt mit dir? Du hast den Hall-Effekt vergessen. Hab ich gar nicht! Doch, der war noch an. Der musste aus. Bei dem Digga. Zumindest. La. Digga, 20 Minuten Challenge, by the way, ne? Ich glaube, wir haben schon hardcore verkackt. Hä, ich dachte 30. 20 bis 30 Minuten Challenge. Ja, also sind wir doch voll drinne. Okay. Voll drinne, setz. Was verkehrt mit diesem Typen? Er wird uns eiskalt an, Jungs. Mir hat er gar keine Ehre mehr. Digga, den, du kennst ja anzeigen. Hallo, das war eine Wassermine. Das war so eine Wassermine wie bei mir. Digga, ich bin bei in dir, zwei Reihen gefahren, du musst auch in zwei Reihen fahren. Digga, richtig ehrenloser Typ. Wir müssen das fair aufteilen. Ja, wir müssen das fair aufteilen, Marvin. Hallo! Profi. Was ist das? Oh nein! Warum? Alter, das ist auch alles voller Minen, ne? Oh nein, das sind Minen. Los, Chris rein, los. Nein! Was? Du hast überlebt? Hau! Sieht so aus, hätte nicht gedacht, aber okay. Ja, du musst eben Pro-Bosser sein, Digga. Bin durch. Ciao! Hast du noch ein Ding ausgelöst? Wieder nicht gestorben? Ich dachte, du hast die ausgelöst, hab sie gar nicht berührt. Digga, da waren vier Stück, ja? Du hast zwei schon angemacht. Wie viel machst du Digga, noch an? Digga, ich hab sie nicht berührt, das explodiert einfach nur. War nicht ich. Hä? Was geschieht hier? LOL! Hallo! Ich seh nichts, ich bin unter Speed? Wasser mit der das Kamera und mein Auto ist irgendwie über Wasser, so halb. Das ist ein Speed. Du musst da rüberspringen. Hab ich's geschafft? Ja. Ich hab nichts Digga, gesehen von unter Wasser. Meine Kamera ging die ganze Zeit unter Wasser. Digga, richtiger Delfinsprung. Das war ein übertriebener Delfinsprung. Hallo? Aber ich muss sagen, also Mr. Map-Erbauer, U-Boot ist jetzt auch in Ordnung, ne? Also zwei Sprünge damit ist in Ordnung und jetzt, ja, nein, anderes. Schon wieder nicht geschafft! Und ja, der Winkel ist geil! Digga! Geschafft! Keine Ahnung wie! Aber geschafft! Im richtigen Winkel nach oben diesen Speed treffen. Ja, du musst es machen, so wie Pro-Bosser. Oh, Digga! Der nächste Sprung ist richtig behindert! Alter, oh, musst du über das Orange, oder wie? Ich glaube, GTA ist abgeschmiert. Nein, dein Ernst? Nein, hallo? Du bist fake. Bin ich raus? Ja. Lol. Oh, warum? Ja, du musst sie zu Ende machen jetzt. Ja, ich muss sie zu Ende machen? Ja, natürlich. Okay, dann bist du jetzt aber noch live dabei, Alter. Du musst mir die ganze Zeit Tipps geben. Hast du jetzt gedacht, ich verlasse dich oder was? Ja, natürlich. Ich bin jetzt einfach so rübergesprungen, ohne Speed. Boah. Hat geklappt? Ja. Ja! Geil! Also jetzt bei dem Sprung, wo du gehangen hast oder wo ich war? Nee, wo du warst. Lol, da bist du ohne Speed rübergejumpt? Ja, Digga, easy. Man muss einfach nur Pro-Busse sein. Digga, so, okay, wie er mich jetzt zulabert, wo ich rausgeflogen bin, ne? Da labert er mich wieder zu. Halt einfach deine Schnauze. So, das ist Deko, sein Geburtstagsgeschenk, dass ich für ihn diese Map beende, weil ich einfach Ehrenbosser bin. Ich hätte jetzt gerne aber noch ein Danke, Deko. Ich finde, du müsstest jetzt als Zweiter ins Ziel kommen. Marvin. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Digga, da kommt doch so geile Scheiße. Das ist so. Ja, das ist richtig weird, die ja, Map jetzt genau. Alleine zu fahren. Jetzt erzähl mir doch, wie geil die Map ist, Marvin. Okay, also hier kommt ja, jetzt noch. Ist da vielleicht sogar noch ein U-Boot Wallride drinnen, den ich auch hätte gerne fahren wollen? Okay, magst du Windräder? Bin der Windmühlenkontrolleur, ja. Digga, du hast Windräder. Da bin ich voll, Alter. Ich hab dich also gerettet. Ich bin noch mehr Ehrenbosser jetzt. Diese Map müsst ihr auf jeden Fall mit euren Kollegen zocken. Die ist wirklich endgeil. Richtig Hammer. Ich muss auch sagen, also ich bin ja überhaupt kein Fan von so Wassermaps, aber das war eine gute Wassermap und ich glaube, das ist die erste, die ich jemals gespielt habe. Ja, kommt auch bei mir so an. Digga, jetzt hab ich's doch, geh doch. Richtig sweetes Ding, ey. Und ich will, oh. Ja? Es ist ein bisschen merkwürdig, dass es eine Wassermap ist und ich sie gerne zu Ende gespielt hätte. Das zeigt eigentlich schon, wie gut die Map war. Obwohl das ja gerade bei dem Unterwasser-Shit war, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Genau, ja. Stimmt, obwohl es gerade mit dem U-Boot war, ja. Nochmal extra. Oh extra, mein Gott! Extra Handicap. Okay, jetzt wird es episch, Deko. Jetzt wird es extrem episch. Ich kann dir leider nicht erklären, was hier gerade passiert. Auf jeden Fall
Ist es extrem geil! Oh. Nein! Digga! Ich will auch! Wir sind ja gerade so ein LKW mit links und rechts so, so eine Tankbefüllung. Oder einfach so mit Fässern, damit man über Wasser sein kann. Und man hatte gerade eiskalt so eine Art Rutsche, wo es so aussah, als wäre das Auto ein Jetpack. Und dann wurde man wieder richtig geflippt. Das sah richtig geil aus. Nico, willst du es auch nochmal sehen? Willst du auch nochmal sehen? Ja. Geht leider nicht. Bist du ein Bastard, Alter. Go, alles Baby! Gute Geburtstag. Alles Gute, by the way, genau. Okay, jetzt kann ich dich trösten. Jetzt ist nur wieder Motorboot-Action. Muchachos, ich finde, ihr müsst das Hashtag Ehrenlosbosser in die Kommentare schreiben. Digga, ich bin der beste und geilste Typ gerade hier. Ich will das für dich beenden, ja? Nein, du machst, beendest es einfach nur und spoilerst beziehungsweise mich an. Machst mich geil auf die Map, weil du weißt, dass ich nicht mehr zocken kann. Ich mach dich richtig geil. Sag mir klar, dass ich geil mache. Ja, schon ein bisschen erregt, muss ich sagen. Kleine Hure, du. Oh nein, wir sind schon wieder das U-Boot. So, Muchachos, wollt ihr demnächst mal öfter GTA-Folgen von uns sehen, wo einfach nur einer spielt? Das muss doch richtig gut sein. Genau. Muss doch richtig spannend sein. Warte, um euch zu zeigen, wie das ist, halte ich jetzt für den Rest der Welt die Schnauze. Hallo! Deko, willst du nebenbei nochmal irgendein anderes Spiel spielen? Agari oder so, damit ich das oben rechts einbinden kann? Soll ich machen, oder was? Naja, mach mal. Spielen wir jetzt einfach den Rest der Zeit Agario. So, meine Freunde, oben seht ihr jetzt den guten Deko ein bisschen Agario spielen. Boah, ist ein wenig random. Alter, was das für ein Pimmel ist, Alter. Ich bin gerade erst gespawnt, ein richtig kleiner Schwachfisch. Und er spaltet sich schon auf, um mich zu fressen, Alter. Was für ein gieriger Hans, ey. Hallo, du sollst kein Commentary machen, ja? Du sollst einfach nur oben Hallo. Ein bisschen spielen. GTA ist unwichtig, wir zocken jetzt Agario und machen GTA klein in die Ecke. Fertig. Nein, Alter. Das es geht ja nur um das Geburtstagskind heute. So okay, wenn du das willst, dann kann ich das auch so machen. Ich weiß allerdings nicht, mit welchen Tasten ich mich aufspalte und so. Heute ist dein Geburtstag, du darfst dir das wirklich aussuchen. Easy, ich bin 95. Platz. Digga, solange ich hier rumpimmel, können wir auf jeden Fall Deko zeigen. Können wir aber nicht weiter. Ja, dann easy, Alter. Zeig Deko. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Warte mal, X? Nee. Wie kann ich das mal aufspalten? Leertaste kann ich nicht aufspalten. Pro Buster. Easy. Oh, ich hab einen gefressen. Der ist zwar gerade erst gespawnt, aber ich fühle mich jetzt trotzdem richtig stark. Oder dann war Mitleidsessen. Oh. Ich schwöre, wie lange es her ist, dass ich mal Agario gespielt habe, ne? Ich kann mich daran erinnern, als wir früher im Livestream mit dem Muchachos Agario gezockt haben und der Server abgeschmiert ist. Alter, stimmt, ja. Weil wir so viele waren. Ja. Ich verkacke einfach immer instantly, wenn ich nicht darauf achte, was ich hier mache. Ja! Es ist ein Pro-Bosser! Digga, niemals hättest du das geschafft. Niemals, ey. Ich sag doch, ich werde jetzt 10 Minuten im Ziel, aber nicht zu, Alter. Ich hab dich schon ausgekauft, bevor du das gesagt hast. Ich war schon in der Zukunft, hab gesehen, dass du das sagen willst, hab dann gesagt, wenn ich jetzt spielen würde, wäre ich schon in 10 Minuten im Ziel. Ja. Jetzt habe ich dein Gehirn gefickt, ne? Ja. Das war eine richtig geile Story, muss ich sagen. Die hat mir sprachlich einfach sehr gut gefallen. Sprachlich sehr gut gefallen. Wenn du mal redest wie so ein Troll. Digga, how is that even possible? Ich könnte das Muchachos gebrauchen, die mich retten und mich ein bisschen füttern. Digga, gab es da schon mal in der Geschichte von YouTube, dass eiskalt zwei Spiele in einem Bildschirm gezeigt worden sind? Digga, weiß never gab's das. Wir machen das immer so, wir zeigen immer Rainbow Six. Der eine zockt Rainbow Six oder Ark oder GTA und der andere macht dann Agario oder Scribble mit euch oder so. Wäre richtig gut, Mann. Das ist auf jeden Zukunft, Fall 2080. Die ersten, die das machen auf YouTube, richtiger Trend oder sowas. In einem Monat haben wir die 3 Millionen Abos erreicht. Sofort. Die 20 Grüße Millionen. Als Gronkh. Easy, Alter. Habe ich gerade. Ich glaube, ich habe irgendwo Werbung, die ich nicht sehe. So ein Würfel schütteln im Hintergrund. Habe ich irgendwo Casino-Werbung offen? Digga, du hast Werbung von mir auf jeden Fall, weil du mich so geil findest. Du suchst den ganzen Tag nur nach Pro-Bosser, ja. Wie wird man sogar die Pro-Bosser? Ich hab Werbung von Marvin, weil Marvin sogar Werbung schalten muss, damit irgendwelche Menschen Zeit mit ihm verbringen. Ja. Der war nicht schlecht. Oh. Ich stell mir's gerade vor. Ich hab einfach eine lebhafte Fantasie. Das ist einfach. Hat nicht Standards zu tricky. Mir sogar Werbung geschaltet auf YouTube? Echt? Aber ich glaube für irgendein Spiel.
Also, ich hab vorher halt einfach Werbung geschaltet für seinen eigenen YouTube-Channel. Wie krank ist das denn bitte? Es gibt jetzt eiskalt ein Unterwasser-Warride! Digga, du wirst ihn nicht miterleben! Digga, du kannst den eiskalt jetzt ohne mich ein Unterwasser-Warride machen. Ich werde ihn eiskalt machen. Das ist verboten. Alter, was ist hier gerade los? Du musst jetzt die Map abbrechen, Escape, Alter 4. So. Drei Riesengliedern. Unterwasser-Warride! Ja, warte, wie geil war das bitte? Also nur ganz kurze Strecke, aber es war schon episch, Digga. Ja. Oh. Oh. Geil. Nein. Oh, Deko, du bist nicht dabei. Du tust mir echt ein bisschen leid. Das ist unfair. Nein, ich komm nicht dass rein, dass du jetzt sagst, dass dir leid tut, ist noch unfairer. Oh, ich komm rein. Pimmel. Oh yeah. Alter, Deko, ich mach das nur für dich. Weil ich einfach ein Kürzgeil bin. Ich könnte der Zeitwesen was vorweisen bei Algario, aber... Digga, was ist das für ein hässlicher Würfel im Hintergrund? Daddy? Daddy? Daddy cool! Wow, ey. Schon lange nicht mehr so eine endgeile Map gehabt. Also einfach mal was anderes. Weiß, ne? Und noch nie so eine geile Wassermap gehabt. Sagen wir mal lieber so. Oh, warte, ich hab glaube ich... Nee, hab ich doch nicht. Weißt, ich hab ehrlich die ganze Zeit so einen Würfelschüttel im Hintergrund. Als wenn jemand so einen Würfel in so einem Würfelkorb da schütteln würde. Der gute alte Würfelkorb. Aber ich hab kein Fenster mit Werbung offen. Kein Würfelbecher, ein Würfelkorb. Hab ich Würfelkorb gesagt? Ja. Hier, Alter. Guck doch bei eBay, findest du eine Puh. Alter! Ganz ehrlich, das ist doch so endgeil, Mann! Ey, eigentlich müssen wir die nochmal spielen. Digga, ist jetzt in Ordnung, ja? Du musst nicht noch häufiger sagen, dass es geil ist. Ja, es tut mir leid, also... Reicht jetzt. Also, wow. 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 Oh, einfach, wow. Ich hab jemanden gefressen, wie es abgehauen ist. Drehen, bitte. Drehen. Oh, oh. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt gehöre ich auch mit zu den Leuten, die was zu sagen haben. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Mir ist Platz 46 und du? Ich bin Platz 1. Aha, von 1, richtig an ab. War schon endgeil, schon. Aber echt schade, dass es nicht geklappt hat mit Deko. Der hätte diese Map geliebt. Aber ich muss es jetzt noch, bevor Marvin ins Ziel kommt, auf unter 40 schaffen. Ich bin auf 41 gerade. Aber weil ich einfach, ich bin 39. Weil ich aber Ehrenbosser bin, mache ich das für Deko, natürlich nur für Deko. Oh, der ist Ziel. Ich bin 37. Nein! Was nein? Ich schaff's gerade nicht. Ich schaff's gerade nicht. Oh, ich komm. Bin aufgefressen. Ich bin Platz 32. Nein! Komm rüber! Warst du zufälligerweise schon im Ziel? Nein! Wie nein? Komm! Ich dachte, du bist beim letzten jetzt. Digga, das ist doch ein richtig harter Parkour-Shit, ey, komm. Und das nicht verkacken jetzt. Das nicht verkacken. Digga, ich hab schon verkackt. Ach so. Digga! Bam! Jetzt musst du noch ein bisschen chillen, bis ich wieder unter 30 komme. Ne, ich hab jetzt gerade gehört, dass du Platz 89 bist. Digga! Du glaubst ja nicht, was hier alles passiert. Ein Motorboot-Toastsprung. Digga, was passiert hier alles? Digga, das ist... Mal ganz, wow. Wann ist das letzte Mal bei einem von uns GTA wirklich so abgeschmiert? Das ist schon etwas länger her. Einfach ausgegangen. Das kommt auch nie vor. Hauptsache an meinem Geburtstag. Und Hauptsache bei der geilsten Map... Bei der einzigen existierenden, Alter. Geilen Unterwasser-Map. Nein! Oh, oh. Da spielt mein GTA ab. Dankeschön. Oh. Danke, für nix, danke für nix. Danke, Alblali. Digga, der ist richtig weiter. 2017. Ja. Boah! Okay, Pro Bosser down. Aber ich glaube, es kommen nicht mehr so viele Punkte. Jetzt muss ich nur gerade ausfahren. Ja, 3 Punkte nur noch, Deko. Oh. Ich kann es gleich für dich beenden. Ja, aber ich schaff's, glaube ich, in der Zeit nicht mehr. Irgendwo zu 30, bis bei 50. Alter, was geschieht hier? Oh! Muss irgendwas essen. Was ist da gerade passiert, Mann? Lol. Alter, ja, Muchachos! Er hat sogar den Skin, der glitzert. Das war so eine endgeile Folge. Leider ist Deko nicht dabei gewesen bei seiner Geburtstagsfolge. Aber ihr habt ihn ja die ganze Zeit oben gesehen, wie er ein bisschen der Kaffee gespielt hat. Digga, beste Folge ever. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, Hashtag Happy Birthday Deko und natürlich auch gerne diese Map zocken mit euren Kollegen, die war einfach endgeil und ihr habt es dann reingehauen.